So, das freut mich, dass ihr den bis zum Ende angehört habt. Nun, ein kleiner Rückblick auf dieses Jahr. Ich war dieses Jahr ziemlich oft in Paris aus sehr erfreulichen privaten Gründen, eine Fernbeziehung. Und da habe ich das ein oder andere erlebt, unter anderem diese paar Tage, die ich hier tagebuchmäßig zusammengefasst habe. Der Text heißt Le Weekend. In Paris, everything is complicated, erklärt mir Frederik, der ein Ö an jedes zweite Wort anhängt, um auch wirklich jedes Klischee über englisch sprechende Franzosen zu bestätigen. In Paris, everything is complicated. Wie wir denn nun hier wegkämen, frage ich ihn und er wiederholt seine Aussage, complicated. Samstagnacht in Paris. Samstagnachmittag war ich, eine Stunde nach Aufstieg auf den Hügel der Sacré-Cœur, überraschend in den Banlieues auf einer Techno-Party gelandet. Sie unterschied sich nicht allzu sehr von Techno-Partys in Berlin. Halbnackte, bunt gekleidete mit Glitzer- und Schweißerbrillen im Gesicht zuckelten erst im Sonnenschein, später dann im Strobolicht. Kleiner Unterschied, es wurde hauptsächlich Französisch gesprochen, in Berlin ja doch noch mehrheitlich Englisch, dann Französisch. Großer Unterschied, Punkt Mitternacht wurde der Strom abgestellt, geplantermaßen La Fête est finie. Manchmal käme ein Nachtbus vorbei, sagt Frederik, aber das könne man nie so genau wissen. Man ging jetzt wohl noch zu irgendwem nach Hause, after hour. Irgendwer findet sich aber nicht, da offensichtlich alle in illegalen Mietverhältnissen mit Bargeldzahlungen zum Ende des Monats bei wohlhabenden Frührentnern wohnen, die keinen Besuch dulden. Aber es gäbe dann noch diese eine andere Party, ganz exklusiv bis 6 Uhr morgens, da könne man hingehen, wenn der Nachtbus kommt. Von der exklusiven Party wusste die halbe Stadt, merken wir 2 Stunden später bei unserer Ankunft. Die Schlange, besser der Organismus, umfasst einige hundert, wogt hin und her, greift, keift, kreischt, ist nahe dem Kollaps, es dampft und knallt. Vorne auf der Feuertreppe, dem Geschehen entflohen, der Dompteur, der die Masse beruhigen will, durch Schreien. Ja, alle kämen rein, wenn man nur irgendwie Ordnung herstellen könne, ausgeschlossen. Die Ordnung ist keine Einwohnerin der Nacht. Wir fliehen, haben uns vermehrt inzwischen, suchen nach einem Nachtkiosk und werden in letzter Sekunde fündig. Einer darf noch rein, dann Ladenschluss. Wir bestellen per Zuruf nach drinnen Rosé in rauen Mengen, die Flasche billiger als ein kleines Bier in Saint-Germain, 12 Euro. Am Seine-Ufer der Pont-Neuf verfolgen wir die erfolgreiche Rettungsaktion der Wasserpolizei. Einer wollte schwimmen und konnte da nicht mehr. Herausgefischt Applaus und hoch die Tassen. Wie kann man nur, fragen Umstehende, die Seine sei nicht zum Schwimmen da, sondern zum Bewundern. Wie so vieles, wie alles hier eigentlich. Paris, Museum seiner selbst. Flussabwärts ein Schimmer. Der Eiffelturm verlangt nach Aufmerksamkeit. Nachts funkelt er zu jeder vollen Stunde, als sei er der einzig wahre Weihnachtsbaum. 8 Stunden später, der Rosé ist leer. In der Morgensonne und im Jardin du Luxembourg sehen wir alten Franzosen beim Boule-Spielen zu. Unterstützung durch Rufe unerwünscht. Die Klackerkugeln werden mit heiligem Ernst geworfen. Es geht andächtiger zu als am Vortag in der Kirche. Den Parkrasen zu betreten, verboten. Grüne Stühle am Rand der Kieselwege laden den Besucher ein, dem Gras beim Wachsen zuzusehen. Was möglich wäre, würde es nicht täglich gestutzt. Wir gehen nach Hause. Nach kurzem Schlaf will ich ein Baguette besorgen, schlurfe in Adiletten in die nächste Boulangerie und holpere durch die Bestellung. Nie verstehe ich eine Nachfrage. Immer antworte ich verschämt mit Ui, was mir das diesmal einbringt, 3 Baguettes. Wir frühstücken zu Hause, besprechen die Nacht, recherchieren. Mehrere Leute wurden ausgeraubt im Tumult vor dem Club, aber keine Toten diesmal. Es war wie beim Stierlauf in Pamplona, vergleicht Ben, wie in der Schlussszene von Le Parfum, mein Frederik. Vielleicht seien schlicht die Drogen zu billig, schlage ich vor. Nein, ausgeschlossen. In Paris gäbe es überhaupt nur die teuren Drogen. Everything is complicated. Am Abend stehen wir vor einem Straßencafé im 5. Arrondissement und warten auf die Aufmerksamkeit des Kellners. Einfach Platz zu nehmen gehöre sich nicht, die Höflichkeit. Man müsse sich zunächst entschuldigen, dass man überhaupt da sei und nur, wenn es absolut überhaupt gar keine Umstände mache und man Le Coq et Mort 3-mal fehlerfrei hintereinander aufsagen kann, bekomme man einen Tisch. So in etwa verstehe ich es. Die Tischchen und Stühlchen der Pariser Cafés verdienten eine Steigerung des Diminutivs. Ich bereue es, nie Ballettstunden genommen zu haben, als wir uns nach Anweisung
ungraziös in die zweite Reihe zu buxieren versuchen. Wir versuchen ebenso, dabei möglichst wenig Gläser und Sitzende umzukegeln. Pardon, Monsieur, pardon, Madame, verzeihen Sie mein Knie in Ihrem Ohr. Der Mensch mag gewachsen sein mit der Zeit, die Platzverhältnisse der Weltmetropole sind es nicht. Die Tischfläche in Postkartengröße gefährlich überreizt mit Vorspeisen und Wein. Ich probiere meine ersten Frösche und entwickle Mitgefühl. Offenbar wurden sie in Knoblauch ertränkt. Die dringend nötigen Feuchttücher zum Händesäubern erhalte ich am nächsten Tag beim Einstieg in die Air France-Maschine nach Berlin. Immerhin, denke ich, am Ende fügt sich alles zusammen. Nur zwischendurch ist es hier manchmal ein wenig complicated. Dankeschön. Christian Ritter aus Berlin war das für euch.